sind hier im Burugeri-Haus. Hatten ursprünglich gedacht, das wäre das Badehaus, ist es aber nicht. Aber trotzdem schönes Haus, kann man sich angucken. Eintritt 500.000 Real pro Person. Jetzt sind wir hier in einer Moschee. Das ist, glaube ich, auch noch gleichzeitig eine Schule. Ich muss ein bisschen lachen, weil die Julia wurde neu eingekleidet von der Dame da vorne. Ja, so sieht das aus, wenn man hier hinein möchte. Und man sieht ja nur den Kopf. Ja. Die volle Pracht. Die volle Pracht sieht man jetzt. So. Jetzt bin ich zwar immer noch nicht ganz im Klaren drüber, wonach ich jetzt gucken muss, aber wir gucken einfach mal weiter. In der Nähe von Isfahan oder Esfahan ging es dann wieder zurück, weil wir hatten dann irgendwann die Schnauze voll von den rüttlichen Straßen und dem Ganzen, was da so passiert ist. Das ist nicht für jeden was, für uns war es dann in dem Moment nichts. Und wir haben uns entschieden zurückzufahren und das sind jetzt Bilder von der Rückfahrt. Ja, nach der Grenzerfahrung bei der Einreise in Iran dachten wir, das Schlimmste hätten wir hinter uns. Und dann gab es die Grenzerfahrung bei der Ausreise. Man kommt da wieder hin. Wir sind diesmal durch die südlichste Grenze, über die südlichste Grenze gefahren. Und da wurde man auch schon wieder abgefangen von diesen Gaunern. Dann musste man erst in so zwei Häuschen mit dem Fahrzeugschein und weiß der Geier was. Auch da muss man wieder peinlichst darauf achten, nicht seine Dokumente aus der Hand zu geben. Ich glaube, das Carné brauchte man auch noch. Dann ist man ein Stück vorgefahren, stand natürlich auch wieder überall LKWs. Ja, und dann wollte man eigentlich nur über die Grenze. Und dann ist aber da eine Ölfirma
und die möchte gerne einen Tank bezahlt bekommen, aber nicht zu dem gängigen Preis im Iran, also sprich 1 Cent der Liter Diesel, sondern einen höheren Preis. Die Krux an der Geschichte ist, dass dieser Tank, den man dort bezahlen muss, die fragen eigentlich, wie groß der Tank ist vom Auto, sondern die haben irgendeine Datenbank. Jetzt ist es natürlich bei so einem Wohnmobil, das ist ja kein Standardauto mit einem Standardtank. Wir zum Beispiel haben 70 Liter und in deren Karteien gab es nur 80 oder 90 Liter. Ja, dann muss man halt das bezahlen, was die einem sagen. Und das Ganze aber noch mit einer Kreditkarte, allerdings mit einer iranischen. Das heißt, mit der eigentlichen Kreditkarte, die man hätte, einer europäischen, geht das gar nicht. Und da kommen diese Gauner ins Spiel. Ich hatte ja schon gedacht, bei der Einreise, ja klar, da wollen die mit der Versicherung ihr Geld machen. Bei der Ausreise gibt es das ja nicht mehr, dachte ich so. Nee, weit gefehlt. Dann wollen die praktisch für dich bezahlen und hauen da aber fast 200% drauf oder so. Naja. Wir sind auf jeden Fall erst nochmal dann reingegangen, da wo das Ausreisezeugs war, da wo man das Carnet abstempeln lassen muss und so weiter und so fort. Nur die finalen Stempel kriegt man nur, wenn man an die Ölgesellschaft bezahlt hat. Die Ölgesellschaft wiederum ist aber eine private Gesellschaft. Das heißt, da haben die auch keinen Einfluss drauf und die wollen einem auch nicht wirklich dann helfen. Ja, und dann haben wir darum diskutiert, weil der eine Typ, der das da bezahlen wollte, der wollte 2 Euro für einen Liter haben. Jetzt muss man mal überlegen, und das ist die Krux an der Geschichte und eigentlich auch die Frechheit, man fährt in den Iran rein, hat ja keine Tankkarte für Diesel. Das heißt, rein theoretisch kann man offiziell überhaupt gar nicht tanken. Wenn man tanken will, ist man auf irgendeinen Tankstellenwart, der eine Karte hat, oder einen LKW-Fahrer angewiesen, der so nett ist und einem halt mal über seine Karte tanken lässt. Das heißt, offiziell kommt man gar nicht an Diesel ran, muss ihn aber dann bezahlen, wenn man rausfährt. Und zwar den ganzen Tank, ob der voll ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, und dann gab es natürlich ein Hin und Her, weil 2 Euro oder 1,80 Euro, der ist ja dann runtergegangen, wollten wir nicht. Ja, und dann irgendwann hatten wir zufälligerweise einen netten Iraner kennengelernt, ein älterer Herr, der in Deutschland wohnt. Und der hatte aber auch eine Karte vom Iran, also eine Kreditkarte. Und der ist dann schlussendlich nach langem Hin und Her, wir standen da ja auch schon wieder Stunden rum, ist er mit uns hin und hat es bezahlt. Und dann hat, glaube ich, der 70-Liter-Tank so um die 70 Euro gekostet. Also 1 Euro pro Liter. Nur wenn man jetzt die 70 Euro nimmt und das mal wieder ausrechnet für den kompletten Tank, die Tankaktion im Iran, was ja eigentlich pro Tank zahlt man da irgendwie 5 Euro oder sowas, oder das noch nicht mal, nee, 50 Cent, so rum, dann war das auch schon wieder, da hat man im Prinzip nichts gewonnen, wenn man da so günstig getankt hat, weil wenn man rausfährt, zahlt man es ja wieder. Hatte ich mir zwar auch die Frage gestellt, ob das genauso ist, wenn man über eine andere Grenze rausfährt, also sprich über den Irak oder über Pakistan oder Afghanistan, aber das wussten wir nicht. Der ältere Herr, der so nett war und uns dort geholfen hatte, der hatte dann auch noch Anfeindungen von diesen Gaunern da gekriegt. Die sind also wirklich bedroht geworden. Das hat den aber nicht so interessiert. Ja, und nachdem wir das endlich bezahlt hatten, konnten wir dann auch über die Stempel kriegen und über die Grenze. Das war dann relativ easy. Man ist also praktisch wieder mal über die Fußgängergrenze. Der Fahrer darf dann zurück und ich musste dann zu Fuß auf die türkische Seite. Da konnte ich dann natürlich eine halbe Stunde bis Stunde warten, bis dann endlich mal das Auto kam. Das ist auch so eine Sache, weil im Prinzip war ja in dem Fall dann einer alleine, entweder auf der einen oder anderen Seite. Das war jetzt auch nicht so der wahre Jakob. Naja, und auf der türkischen Seite, gut, mit dem über die Grenze gehen war relativ easy, nur was dann folgte, war auch nicht toll, weil die Türkei sucht natürlich unbedingt nach Leuten, die Diesel schmuggeln. Und dann kamen zuerst so 2 Grenzbeamte ins Auto rein, haben zum Glück der eine die Schuhe ausgezogen, der andere hat Plastiktüten drüber, also so viel Respekt haben sie dann schon von so einem Wohnraum, haben alles durchgeguckt und dann dachte man, ja gut, jetzt ist ja fertig. Nee, dann hieß es nochmal zum Röntgen. Ja, dann sollte man erst alle Flüssigkeiten raustun. Dann haben wir gesagt, wie soll das gehen? Das ist ein Wohnmobil, wir können hier nicht alle Flüssigkeiten rausziehen. Naja, nach langem Hin und Her haben sie es halt so geröntgt, war natürlich alles in Ordnung. Wobei neben uns, also als wir durchsucht waren, war ein anderes, ich glaube, es war ein türkisches Fahrzeug,
Und da sind dann so 1,5, 2 Liter Flaschen, ganz normale Cola-Flaschen oder sowas. Und da hast du schon gesehen, wie die reihenweise da herumgeflogen sind, weil halt der versucht hatte zu schmuggeln, wo ich mir auch gedacht habe, naja, so 6, 8 Liter, was willst du mit denen machen? Oder 10 Liter, es lohnt sich ja gar nicht zu schmuggeln. Ja, so war das. Und da haben wir wieder 3, 4 Stunden gebraucht und dann waren wir letzten Endes zum Glück wieder in der Türkei. Wobei in der Türkei, ich habe dann auch nicht mehr so viel gefilmt, weil irgendwann ging einem das natürlich auch alles irgendwo gegen Strich, so diese ganze Rückreise und sowas. Und in der Türkei sind wir dann durch, also die Grenze kann ich nicht unbedingt empfehlen, weil da geht es dann bergauf, bergab zwischen Riesenbergen. Und gefühlt alle 10 Kilometer, für die man ja Ewigkeiten braucht mit so einem Auto, dann wieder eine Kontrolle, weil das ist ja so ein Eck, wo dann praktisch Iran, Irak und so weiter und so fort. Diese Grenzregion und vielleicht geht der eine oder andere da mal über einen Berg. Es sind Steilhänge, ich glaube nicht, dass da irgendeiner freiwillig runterhüpft. Und dann werden wohl Leute geschmuggelt und dann wird man andauernd angehalten und wieder Pässe zeigen, obwohl man vorher an der Grenze war und schon durchgeleuchtet wurde von A bis Z. Und in der Türkei ist es natürlich dann auch so gewesen, dass du, also A haben wir ewig lang gebraucht, bis wir endlich mal in eine Region kamen, wo es dann einigermaßen gut vorankam von den Straßen her. Wir sind dann irgendwann auch mal an dem Mittelmeer gewesen, unten an der Küste, haben da mal 2, 3 Tage gestanden. Und dann sind wir irgendwo zurückgefahren, über die Brücke wieder nach auf den europäischen Teil später und dann wieder nach Griechenland. Und da wird man auch andauernd, also in der Türkei und im Iran, was mir aufgefallen ist, das sind halt andauernd irgendwelche Kameras und Sachen auf den Autobahnen. Das kennen wir so hier nicht. Also wirklich mal gefühlt alle 2, 3, 4, 5 Kilometer hat man das Gefühl, da ist eine Kamera. Im Iran war das noch schlimmer, da war ja sogar noch, irgendwie machen die das nicht per Nachtsicht mit Infrarot oder sowas. Die haben dann auch taghelle Scheinwerfer, die dich da mitten in der Nacht blenden. Also das ist schon sehr befremdlich. Und was auch komisch war in der Türkei, da waren manchmal Fußgängerüberwege im Nichts, die führten von einem Feld zu einer Leitplanke und vorher wurde dann abgebremst auf 30 und sowas. Also da hat man sich auch gefragt, A, wer geht hier über den Fußgängerweg? Weil der führt ja von nichts zu nichts. Und B, ist das jetzt eine Schikane oder was ist das? Naja, wie gesagt, so viel wurde nicht gefilmt. Wir haben es geschafft, wir sind wieder in der Türkei. Auch diese Grenze war in gewisser Weise wieder sehr nervenaufreibend und langwierig. Wir hatten ja ursprünglich gedacht, es geht schneller, weil wir ausreisen. Aber Details dann später dazu. Schön ist auf jeden Fall was anderes und schnell auch. Also wir sind jetzt schon ein paar Kilometer gefahren gefühlt und die LKWs warten immer noch, dass sie in Richtung Iran dürfen. Also als Lkw-Fahrer, das ist mit Sicherheit hier ein Spaß für Groß und Klein. Weitere Kilometer weiter, jetzt die Spur sogar, also die Straße sogar eigentlich nur noch einspurig in jede Richtung. Aber das freudige Warten geht weiter für diese armen Menschen in diesen Lkw. Ja, und das war's jetzt mit dem kurzen Video über unseren Rest
unserer Rückreise. Und ja, seitdem sind wir wieder in Griechenland und mehr dazu dann in einem anderen Video.